Willkommen zu einer neuen Folge von dem Bus-Simulator 16. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich bin noch nicht weitergefahren. Ich dachte, ich mache mal hier direkt hier so ein Start an der gleichen Stelle, wo wir aufgehört haben. Und ne, wir müssen jetzt auch weiterfahren, weil sonst kommen wir zu spät. Das wollen wir ja auch nicht. Das heißt, beziehungsweise wir lassen mal eben die Polizei vorbei. Ja, sie können vorbei. Möchten Sie vorbei? Dankeschön. Sie möchten auch vorbei. Gehören Sie auch zur Polizei? Okay, dann fahren wir jetzt. Danke. Okay. Ja, Wir fahren immer noch eure gewünschte Strecke hier, beziehungsweise die erste. Ihr habt mir da, verschiedene Strecken genannt, verschiedene Teile. Sehr cool von euch. Jetzt habe ich vergessen zu blinken. Aber das wäre eine harmlose Kreuzung, aber man sollte immer blinken. Ganz wichtig, ne? Und das ist der erste Teil. Und soweit ich weiß, wurde sich diese Strecke von dem Daniel gewünscht. Königstraße West. Hallo. Können Sie mir eine Fahrkarte verkaufen? Manchmal kann man sich da noch so drin erinnern. Aber wenn ich jetzt falsch, wenn ich was Falsches jetzt sage, dann tut's mir leid. Ne? Dann schreibt das bitte einfach in die Kommentare, dass ihr euch die, sag mal, gewünscht habt, ne? Oder wenn ich gerade angesprochen will. So, einmal Senior Tag, so. 4, 50, 2010. Einen schönen Tag noch. Danke. Einen schönen Tag. Ja, danke schön. Wie gesagt, das wünsche ich Ihnen auch. Und dann müssen wir hier direkt wieder links abbiegen. Ich finde, das haben wir dann recht zügig geschafft. Nächster Halt, Mozartstraße. Dies ist der letzte Halt. Ganz wichtig. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Ganz wichtig. Wir sind ja noch nicht da. Nicht zu voreilig handeln hier. Oder freuen. Das haben wir auch gelernt. Vielleicht sogar aus diesem Projekt so ein bisschen, ne? So. Weil wir da ja schon einige Male die Indie-Spiele angesehen Fates und gebaut haben. Cooles Spiel Son of Nor gefunden. Worum geht's da? Du bist eine magiebegabte Person, die versucht, den Untergang deines Volks zu verhindern. Du kannst jederzeit Dinge durch Telekinese aufheben, den Boden verformen und all das mit elementarer Magie kombinieren. Du solltest es dir holen, Mann. Dann können wir online im Koop-Modus spielen. So, ihr kennt ja noch die XXL-Strecke und das ist so eine ähnliche. Das heißt, das war der erste Teil. Wir starten hier wieder von der Mozartstraße, müssen natürlich die Strecke noch erstellen, beziehungsweise den zweiten Teil. Schauen wir eben durch, ob das in Ordnung ist. Das heißt, wir werden auch den gleichen Bus verwenden, oder? Ich weiß es nicht. Eigentlich, kurz überlegen. Ja, egal. Wir gehen erstmal ins Menü. Hä? 4.736 Euro? Also genau da hätte ich jetzt gedacht, da verdienen wir nicht viel, ne? Aber wir verdienen einfach viel. Also das ist ja bei manchen Strecken, also da fragst du dich echt, wo kommt das ganze Geld her? Okay. Wobei, wir haben auch so eine schöne Mission gemacht, ne? Sieht man die irgendwo? 5.000 irgendwo müsste was sein dann. Was ist das? Parcours oder sowas? Haben wir da? Oder haben wir da kein Geld für bekommen? Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch schon drauf. Also, ich habe das Geld jetzt nicht mehr so, ne, im Auge. Mir ist das auch nicht so wichtig, weil es soll ja Spaß machen. Und, auf jeden Fall, so ist das. Immer noch Stufe 30. Aber bald können wir vielleicht sogar Stufe 31 sein. Das wäre natürlich cool. Wir sind mit den, wie heißt er denn? Label-Bus gefahren, genau. Mit Edeka und so. Die Labels drauf. Jetzt überlege ich, was wollen wir machen? Wir stellen jetzt mal einen neuen Bus. Machen wir wieder gemeinsam. Ich weiß, es ist jetzt nicht, ja, so realistisch, aber wir machen das wirklich mal so, dass wir auch Abwechslung reinbekommen. Man muss Prioritäten setzen und das, ne? Wir müssen jetzt hier wirklich sind. Genau, da ist der Label-Bus und, hier ist ein Gelenkbus. Den müssen wir jetzt verändern. Aber wie genau der aussehen
soll. Oder wir, weiß ich auch noch nicht. Das heißt, dieses Mal müssen wir ein wenig mehr Werbung drauf packen. Aber nicht die, die da jetzt drauf ist, weil die ist ja wohl schäbig. Wie ich finde. Ich finde, wie gesagt, ich habe da schon meine Favoriten, was Werbung so angeht. Wie machen wir es denn jetzt? Würde ich sagen, komm. Packen wir. Ihr kennt mich, ja, ne? Packen wir hier. Oder wir machen. Nee, das will ich auch nicht machen, oder? Nur ein Werbung. Nee. Nur, ein Werbebus, sag ich mal. Das finde ich. Ich weiß es nicht. Ach, schauen wir mal einfach mal. Und wir können ja. Wir haben ja letztes Mal rot genommen. Wir müssen jetzt mal eine andere Farbe nehmen hier. Sehen die ja wieder zu altmodisch aus, weil, ne? Am Anfang haben wir ja ziemlich viel rote Busse verwendet, beziehungsweise fast nur, weil ich dachte ja so, okay, vorübergehend kann man das ja mal machen. Wurden natürlich immer mehr Busse. Aber, es ist natürlich mit der Zeit dann. Ziemlich viel geworden. Ja, wo packen wir denn die Werbung hin? Wo packen wir sie denn hin? Schön, Gaming Arcade oder so, ne? Ja, komm, machen wir noch ein bisschen Holz drauf, aber auch nicht so viel, ne? So viel wollen wir ja auch nicht, dass wir vielleicht hier so drei Werbungen drauf haben. Das sieht auch ein bisschen blöd aus, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden, Jungs und Mädels. So. Ja, gut. Ich weiß es nicht. Komm, dann lassen wir das erstmal so. Nehmen wir es mal an. Gehen jetzt mal auf Aufkleber. Was passt denn da gut zu? Was können wir denn mal dazu nehmen? Ja, ein Stadtrallybus. Ich glaube, da haben wir zwei bisher von. Einen dritten? Brauchen wir einen dritten Bus? Ich weiß es gar nicht. Natürlich, wir kennen schon vieles. Wir kennen schon vieles, ganz klar. Aber. Komm, haben wir hier schon. Machen wir nochmal so ein. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Nee, den haben wir schon zu oft genommen. Also irgendwann ist auch mal Schluss mit Ernie. Und Bert natürlich auch. Was nehmen wir denn? Das ist jetzt hier die Frage. Heute machen wir wieder so eine richtige Gammelfolge, kann man sagen. Ihr kennt mich. Also muss man manchmal muss man sich die Zeit nehmen, so einen Bus zu gestalten. Aber ich habe eigentlich nochmal Bock, so einen Gaming-Bus zu machen. Das heißt, wir werden. Oder einen Rallye-Bus. Ne, wir machen nochmal ein Gaming, oder? Ach, Leute, es ist die Werbung, die gute alte Werbung. Die ist ein bisschen im Weg. Aber da können wir, wenn wir die Herausforderung gepackt haben, dann können wir die wieder entfernen. Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen. Mache ich doch dort hier. Nee, ich glaube, ich nehme doch einen Gaming-Bus. Jetzt entscheide ich doch mal. ja. Moment. Bevor wir jetzt weitermachen, ich bin mir nicht sicher, ob wir die Herausforderung haben. Ich schau mal nach. Ja. 37.000 Euro pro Woche. Durch Buswerbung, alles klar. Okay, dann machen wir das jetzt auch weiter. Ist mir jetzt auch egal, ob wir da jetzt noch 5 Minuten brauchen, weil ganz ehrlich, wir müssen hier sowieso weiterkommen, ne? Nützt alle nichts. Das heißt, also, wir werden einen
einen Bus erstellen. Und zwar einen... Ach komm, wir machen nochmal Rallye-Bus. Ganz ehrlich, irgendwie reizt es mich ja doch nochmal so ein schönes Gefährt zu machen. Mich reizt es ja irgendwie doch. So. Machen wir da eins und... Das ist halt die Frage. Da passt das nicht so gut. Das heißt, wir werden den annehmen, Werbung. Komm, wir werden nochmal eben die Werbung entfernen hier. Das war ein bisschen blöd. Eigentlich muss man immer mit den Aufklebern anfangen, ne? Das ist schon eigentlich wichtig. Jetzt habe ich... Hä? Warte mal. Achso, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Schade, dass man auch nicht so nah dran zoomen kann. Das fehlt mir auch noch, weil dann kann man das Ganze ein wenig besser. Betrachten, wie ich finde. Aber das kriegen wir noch hin. Ich denke, das werden wir irgendwie hinbekommen. So, das fehlt auch noch. Ein bisschen Werbung. Ist ja also keine richtige Werbung. So. Gut. Dieser, da haben wir dann soweit fertig. Ich werde mal schauen, ob ich da jetzt Werbung drauf mache oder nicht. Mal schauen. Dann machen wir hier auch noch so ein... Habe ich noch nie ausgewählt. So. Ist ein bisschen klein. Genau. Ist halt die Frage, mache ich das jetzt dahin? Ja, ich schätze mal schon. Ja, so ist doch ganz gut. Dann... nehme ich das mal so an und dann gucke ich mal, was da noch an Werbung geht. Was passt denn dazu? Ja. Ach genau, das haben wir auch lange nicht mehr benutzt. Dann werden wir das mal da benutzen. Beziehungsweise, nee, machen wir ganz am Ende hier. Wie gesagt, ab und zu muss man wirklich mal die Werbung benutzen, damit wir hier wirklich Geld verdienen und die Herausforderung packen. Ich finde, das kann man so lassen, ne? Dann werden wir da einen... Wie sieht das denn hier mit Eis aus eigentlich? Weil damit kann man ja auch gut eigentlich Kinder locken, sag ich schon fast. Ich finde, das passt aber eigentlich in dem Fall ganz gut. Sieht nicht so gequetscht aus. Haben wir jetzt zweimal Werbung drin. Und, ja, das finde ich persönlich ganz nice. Ja, kann man auf jeden Fall so lassen. Vielleicht haben wir, warte mal, annehmen, zack, Aufkleber, haben wir tatsächlich noch einen Slot frei. Da können wir sagen, weil sich das auch ab und zu mal wieder so gewünscht wird. Transdev war das, ne? Das war jetzt Transdev, das heißt, wir müssen hier noch so einen schönen Aufkleber hinsetzen. Die Frage ist, kommt, machen wir den dahin oder dahin? Ach komm, machen wir den dahin. Runter noch. Huh. Nee, das so ist es nicht schön. Aber wie gesagt, wir müssen ja nochmal die Farbe ändern. So.
Oder machen wir das Ganze doch mittig? Genau. So ist das doch gar nicht mal so schlecht, oder? Ach komm, wir speichern mal kurz ab und... Ach, die Farbe nehmen wir nicht. Definitiv nicht. Auch nicht. Grau, was haben wir dann? Also ich glaube, wir haben... Oh, was haben wir damit? Eigentlich sieht doch das ganz gut aus. Was haben wir denn wenig benutzt? Sowas hier, ne? Diese Farben mehr so. Oh, die sind schon krass. Aber oh ja. Oh ja. Werde da trotzdem noch mal ganz kurz was abändern. Okay, also die Farbe lassen wir. Wir speichern das mal ganz kurz. Das werden wir doch wegmachen. Speichern. Und dann werden wir... Ihr seht das. Und ihr seht dann auch mal... Oder... Ja, ich sag's ja eigentlich immer wieder. Ich sitze da schon etwas länger dran an so einem Bus. Aber ihr erlebt das dann jetzt auch mal wieder mit. Also... Ne, ich mach's ja auch irgendwie gerne, weil so, ich möchte das ja nicht, ich möchte das ja schon, wenn richtig machen. Ich bin dann auch in dem Fall eigentlich so selber schuld, dass ich mich da so lange dran setze. Aber wie gesagt, wenn soll's da schon richtig sein. Das werden wir tatsächlich nochmal ein bisschen nach da. Ja, jetzt sehen wir es mal an und schauen uns das mal. Ja, ist doch ganz nett. Finde ich schon. So. Und den werden wir jetzt umbenennen. Boah, sorry. Sorry, dass wir jetzt so lange dafür gebraucht haben. In, ja, ich will schon was sagen. Kinderbass. Oder wir machen da ein bisschen so Englisch rein und nennen das vielleicht so Kids Bass. Oder? Was sagt ihr dazu? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was ich weiß, ist, dass die Folge eigentlich schon wieder um ist. Aber wie gesagt, ich möchte das dann richtig machen. Ja. Ja, lassen wir es erstmal so. Finde, das kann man so lassen. Kids Bass ist ganz nett. Und dann werden wir nächste Folge tatsächlich eine neue Strecke erstellen. Eine neue Linie. Und das wird dann die 4048 sein, der zweite Teil somit der XXL-Strecke. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge war jetzt nicht zu langweilig. Wir haben mal wieder einen Bus neu gestaltet. Und jetzt sage ich mal, bis zum nächsten Mal und tschüss. Beziehungsweise, ich glaube, das Wort gibt es nicht. Deswegen habe ich nochmal den Bus umbenannt in Children Bus. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.